Guten Tag, liebe Besucherinnen und Besucher im Hegelhaus. Ich sitze hier im zweiten Stock und Sie sehen schon, ich habe hier so ein paar Bücher von Hegel ausgebreitet und werde Ihnen jetzt ein paar Sachen vorlesen, um auch Sie zu animieren, Hegel zu lesen. Es ist wirklich lohnenswert. Und das Erste, was ich lese, stammt hier aus der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften und da geht es um die Dialektik. Man denkt immer, These, Antithese, Synthese, fertig. Nein, das ist viel weiter gefasst und viel schöner, wie er das erklärt. Und ich fange an mit dem Abschnitt Nähere Begriff und Einteilung der Logik. Das ist Paragraph 79. Das Logische hat der Form nach drei Seiten. Alpha, die abstrakte oder verständige. Beta, die dialektische oder negativ vernünftige. Gamma, die spekulative oder positiv vernünftige. Diese drei Seiten machen nicht drei Teile der Logik aus, sondern sind Momente jedes logisch Reellen. Das ist, jedes Begriffes oder jedes Wahren überhaupt. Sie können sämtlich unter das erste Moment, das Verständige, gesetzt und dadurch abgesondert auseinandergehalten werden, aber so werden sie nicht in ihrer Wahrheit betrachtet. Die Angabe, die hier von den Bestimmungen des Logischen gemacht ist, sowie die Einteilung, ist hier ebenfalls nur antizipiert und historisch. Alpha. Das Denken als Verstand bleibt bei der festen Bestimmtheit und der Unterschiedenheit derselben gegen andere stehen. Ein solches beschränktes Abstraktes gilt ihm als für sich bestehend und seiend. Ich lese es nochmal. Alpha. Das Denken als Verstand bleibt bei der festen Bestimmtheit und der Unterschiedenheit desselben gegen andere stehen. Ein solches beschränktes Abstraktes gilt ihm als für sich bestehend und seiend. Man muss dazu sagen, das Beta, das dialektisch negativ vernünftige, negativ ist nicht schlecht gemeint, sondern nur das Gegenteil. Nicht, dass man denkt, das ist dann was Schlechtes. Hiernach kommt dann ein langer Zusatz, den lasse ich jetzt weg. Der ist sehr leicht zu lesen und sehr schön. Der zweite Absatz, da geht es um das Beta, das ist Paragraph 81 in diesem Buch. Beta, das dialektische Moment ist das eigene sich aufheben solcher endlichen Bestimmungen und ihr Übergehen in ihre entgegengesetzten. Erstens, das dialektische vom Verstande für sich abgesondert genommen, macht, insbesondere in wissenschaftlichen Begriffen aufgezeigt, den Skeptizismus aus. Er enthält die bloße Negation als Resultat des Dialektischen. Zweitens. Die Dialektik wird gewöhnlich als eine äußere Kunst betrachtet, welche durch Willkür, eine Verwirrung in bestimmten Begriffen und einen bloßen Schein von Widersprüchen in ihnen hervorbringt, sodass nicht diese Bestimmungen, sondern dieser Schein ein nichtiges und das Verständige dagegen vielmehr das Wahre sei. Oft ist die Dialektik auch weiter nichts als ein subjektives Schaukelsystem von hin- und herübergehendem Raisonnement, wo der Gehalt fehlt und die Blöße durch solchen Scharfsinn bedeckt wird, der solches Raisonnement erzeugt. In ihrer eigentümlichen Bestimmtheit ist die Dialektik vielmehr die eigene, wahrhafte Natur der Verstandesbestimmungen, der Dinge und des Endlichen überhaupt. Die Reflexion ist zunächst das Hinausgehen über die isolierte Bestimmtheit und ein Beziehen derselben, wodurch diese in Verhältnis gesetzt, übrigens in ihrem isolierten Gelten erhalten wird. Den Satz lese ich auch nochmal. Die Reflexion ist zunächst das Hinausgehen über die isolierte Bestimmtheit und ein Beziehen derselben, wodurch diese in Verhältnis gesetzt, übrigens in ihrem isolierten Gelten erhalten wird.
Die Dialektik dagegen ist das immanente Hinausgehen, worin die Einseitigkeit und Beschränktheit der Verstandesbestimmungen sich als das, was sie ist, nämlich als ihre Negation darstellt. Alles Endliche ist dies, sich selbst aufzuheben. Das Dialektische macht daher die bewegende Seele des wissenschaftlichen Fortgehens aus und ist das Prinzip, wodurch allein immanenter Zusammenhang und Notwendigkeit in den Inhalt der Wissenschaft kommt, so wie es ihm überhaupt die wahrhafte, nicht äußerliche Erhebung über das Endliche liegt. Das lese ich jetzt auch nochmal. Die Dialektik dagegen ist dies immanente Hinausgehen, worin die Einseitigkeit und Beschränktheit der Verstandesbestimmungen sich als das, was sie ist, nämlich als ihre Negation darstellt. Alles Endliche ist dies, sich selbst aufzuheben. Das Dialektische macht daher die bewegende Seele des wissenschaftlichen Fortgehens aus und ist das Prinzip, wodurch allein immanenter Zusammenhang und Notwendigkeit in den Inhalt der Wissenschaft kommt, so wie in ihm überhaupt die wahrhafte, nicht äußerliche Erhebung über das Endliche. Das war schon so weit gekommen. Muss ich nochmal. Die Dialektik dagegen ist dies immanente Hinausgehen, worin die Einseitigkeit und Beschränktheit der Verstandesbestimmungen sich als das, was sie ist, nämlich als ihre Negation darstellt. Alles Endliche ist dies, sich selbst aufzuheben. Das Dialektische macht daher die bewegende Seele des wissenschaftlichen Fortgehens aus und ist das Prinzip, wodurch allein immanenter Zusammenhang und Notwendigkeit in den Inhalt der Wissenschaft kommt, so wie in ihm überhaupt die wahrhafte, nicht äußerliche Erhebung über das Endliche liegt. Auch danach gibt es dann einen längeren Zusatz, der sich ebenfalls lohnt zu lesen. Und der dritte Teil, das Gamma, ist im Paragraph 82 enthalten und geht so. Gamma. Das Spekulative oder positiv Vernünftige fasst die Einheit der Bestimmungen in ihrer Entgegensetzung auf. Das Affirmative, das in ihrer Auflösung und ihrem Übergehen enthalten ist. Erstens. Die Dialektik hat ein positives Resultat, weil sie einen bestimmten Inhalt hat oder weil ihr Resultat wahrhaft nicht das leere, abstrakte Nichts, sondern die Negation von gewissen Bestimmungen ist, welche im Resultate eben deswegen enthalten sind, weil dies nicht ein unmittelbares Nichts, sondern ein Resultat ist. Das lese ich Ihnen jetzt auch nochmal und mir auch. Erstens, die Dialektik hat ein positives Resultat, weil sie einen bestimmten Inhalt hat oder weil ihr Resultat wahrhaft nicht das leere, abstrakte Nichts, sondern die Negation von gewissen Bestimmungen ist, welche im Resultate eben deswegen enthalten sind, weil dies nicht ein unmittelbares Nichts, sondern ein Resultat ist. Dies Vernünftige ist daher, obwohl ein gedachtes, auch abstraktes, zugleich ein konkretes, weil es nicht einfache formelle Einheit, sondern Einheit unterschiedener Bestimmungen ist. Mit bloßen Abstraktionen oder formellen Gedanken hat es darum überhaupt die Philosophie ganz und gar nicht zu tun, sondern allein mit konkreten Gedanken. In der spekulativen Logik ist die bloße Verstandeslogik enthalten und kann aus jener sogleich gemacht werden. Es bedarf dazu nichts, als daraus das Dialektische und Vernünftige wegzulassen. So wird sie zu dem, was die gewöhnliche Logik ist, eine Historie von mancherlei zusammengestellten Gedankenbestimmungen, die in ihrer Endlichkeit als etwas Unendliches gelten. Auch das lese ich nochmal. Drittens. In der spekulativen Logik ist die bloße Verstandeslogik enthalten und kann aus jener sogleich gemacht werden. Es bedarf dazu nichts, als daraus das Dialektische und Vernünftige wegzulassen. So wird sie zu dem, was die gewöhnliche Logik ist,
eine Historie von mancherlei zusammengestellten Gedankenbestimmungen, die in ihrer Endlichkeit als etwas Unendliches gelten. Auch hiernach gibt es dann einen Zusatz, der das noch näher erklärt. Es geht also eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, immer darum, die beiden Seiten eines Dinges, eines Gedankens, eines Menschen zu sehen und darüber hinaus das Gesamtkonstrukt des Ganzen. Es erscheint mir sozusagen diese drei Teile, die zusammengehören. Wenn man aber nur den Menschen sieht oder nur das Gegenteil, dann hat man nicht die Chance, das Ganze zu begreifen, ebenso wie politische Vorgänge oder Bücher oder Filme oder eigentlich alles. Dies war jetzt der erste kleine Teil. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Viel Vergnügen, das Buch kann man erwerben. Es hält lang, weil es dauert, bis man das alles gelesen hat und verstanden hat.